Hallo und herzlich willkommen zurück zu Darksiders 2. Wir sind auf dem Weg oder beziehungsweise erstmal auf, das geht hier noch weiter runter, auf der Suche nach dem abgesetzten König. Okay, ich kann hier runter. Alles klar. Ja, alles klar. Das war eins zu viel, würde ich sagen. Achso, macht's auch alleine, alles klar. Brauche ich ja gar nichts drücken, ist ja total nice. So, und hier geht's wieder hoch. Hier geht's wieder hoch. Danke. Immer wieder eine Freude, mit dir zu arbeiten, mein lieber Freund. So, dann haben wir hier wieder eine Truhe. Dafür lohnt sich der Weg vielleicht schon. Da können ja schon geile Sachen drin sein. Ein Schlüssel. Das hat sich definitiv gelohnt. Ich denke mal, der Schlüssel wird für die Ebene da drüber sein. Denn da war nämlich so ein Tor. Das war mal eine Punktlandung. Allerdings muss ich sagen, da will ich jetzt noch gar nicht hin. Ich denke, nämlich ich gehe erstmal noch ein Stückchen weiter nach unten. Aber keine Ahnung, wie tief das hier geht, ne? Und da wir dann eh wieder auch hoch müssen, werden wir mal gucken, was da geht und was nicht. Ach, okay, das ist wieder was, was wir noch gar nicht machen können. Glaube ich zumindest. Oh. Ein schöner Dash-Angriff. Okay, weil da weiß ich nicht, ob wir da durchkommen schon. Komm, um das Ganze mal ein bisschen spannender zu machen, befreien wir einfach mal eben alle. Geht, glaube ich, auch schneller dann letztlich, weil wir gleich gegen alle kämpfen. Bam! Zack. Zack. Moment. Finish! Him. Und jetzt euch auch noch kaputt machen. Na, geht doch. So, alle down. Ne, wobei, nee, hier ist auch noch einer. Komm raus. Und du darfst auch noch rauskommen. Oh, verdammt. Zack. Zack. Ach, das ist so schön. So ein Tor haben wir ja schon mal gesehen. So, das ist ein Stein der Macht, alles klar. Ich bin mir sicher, dass Wulgrim den Schlüssel hat. Und er wird sich nicht so leicht von ihm trennen. Okay. Stein der Macht. Gut, hier kommen wir noch nicht durch. Ich brauche irgendeinen komischen, ominösen Schlüssel. Wenn ich jetzt wüsste, wo das andere Tor war, das weiß ich nämlich leider auch nicht mehr, dann vielleicht muss ich da auch noch so einen Stein abschießen. Und für jeden... Nee, warte mal, das war ein Stein der Macht. Das ist ja was... so ein Collectible. Keine Ahnung. Was es mit diesen Toren auf sich hat. Wenn dahinter natürlich jetzt der abgesetzte König wäre, dann wäre das ziemlich ärgerlich. Moment. Hier bin ich richtig. Hier bin ich richtig. Mal gucken. Ist denn der liebe böse Typ hier? Muss ich da hin? Okay. Ich hoffe, wir finden jetzt den abgesetzten. Ach, die respawn. So kackenfrech. Oh. Oh. Machen wir es so. So, vielen Dank. Das ist ganz schön fresh. Fresh. Voll fresh. Das ist die Respawn. Ich dachte, ich habe hier irgendwas krabbeln gehört. Und dachte, die Käferchens wären wieder zurück. Muss ich jetzt vielleicht gegen das Vieh kämpfen, so als Torwächter? Nö.
Alles klar. Ein Lift. Okay. Alles klar. Fahrstuhltechnik von damals, früher und von ewig. So funktionieren Fahrstühle auch heute noch. Da ist er doch. Zumindest könnte ich mir gut vorstellen, dass das da der tiefgefrorene König ist. So. Bam. So, ihr kriegt alle gleichzeitig was aufs Maul, weil ich es kann. Bin ich mal gespannt, wie der Kampf wird. Wird er eher so... Ja, wobei, Beitier war jetzt auch nicht so schwer. Ich bin einfach mal gespannt, ob ich den direkt schaffe oder nicht. Achso, der ist schon down, okay. Gibt's hier sonst noch was? Na gut, hier gibt's noch Gegner, aber die interessieren mich jetzt eher weniger. Interessant wäre es natürlich... Nö, aber scheint nicht so. Na, dann bin ich mal gespannt, was der jetzt drauf hat, der Bursche, ne? Ach so. Ich muss ihm nur nah genug kommen. Na dann. What the fuck? Ich bin tot. Was? Zur Hölle? Ich bin tot? Einfach tot? Finde ich aber nicht in Ordnung, Mister. Boah, das wird aber schon so ein Kampf, wo ich mich total konzentrieren muss, ey, ohne Spaß, ne? LOL! Ey, ohne Scheiß! Ich bin tot. Boah, ey, der trifft mich ja sofort. Da machst du ja nix. Ohne Spaß, ne? Ich muss also sofort irgendwie zur Seite ausweichen oder so. Wenn der mich trifft, dann habe ich ja so schon gar keine Chance. Der macht mir ja megamäßigen Schaden. Ja, super. Okay, jetzt... Alter, willst du mich verarschen? Ich komme noch nicht mal dazu auszuweichen. Wenn die Kamera wenigstens nicht so rumspacken würde, ja? Wenn die einfach mal nur auf den Gegner gerichtet bleibt. Aber nö. So. Weil... Ach, das ist so ein Scheiß. So, ist sie jetzt auf ihn gerichtet oder nicht? Alter, ohne Scheiß! Das, was ist das denn? Ich komme überhaupt nicht weg. Wenn er mich einmal trifft, zieht er mir über die Hälfte vom Leben ab. Und das Eis, naja, das tut seiniges dazu, sage ich mal. Ich probiere das jetzt noch ein paar Mal, aber irgendwie... Vielleicht muss ich eher direkt zu ihm springen, anstatt weg. Ich glaube, ich möchte ein bisschen mehr auf... Okay, da hätte ich jetzt angreifen können, alles klar. Alter, okay, der hält auch eine Menge aus. Kleine Stricher. Ich mache ihm gar keinen Schaden. Hilfe. Hilfe. Also gut, ich meine, so minimalen Damage mache ich ihm schon. Alter. Das kann ja ein lustiges Ding werden. Der hat die schon kaputt gemacht. Ist irgendwie behindert? Lass mal auf damit. Oh, Alter. Das könnte ein langer Kampf werden. Vor allem, da der mich ja auch one-hitten kann. So gut wie zumindest. Voll der nervige kleine... Denkerfritze. Was? Nein, 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 nein. Ich hab es doch noch genommen, ey. Das kann doch nicht dein fucking Ernst sein. Alter.
Boah, ey, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ich mach dem auch überhaupt gar keinen Schaden irgendwie. Na dann. Jetzt lauf doch da durch, ey. Achso, das war eine andere Taste, alles klar. Warum ist es jetzt auf einmal eine andere Taste? Ach nee, das war ja so, ne? Okay, das heißt, ich muss ein bisschen auf Abstand bleiben. Der hat mich getroffen? Alter, wie trifft der mich denn immer? Ohne Spaß. Und ich nehme so ein Ding, aber es bringt nichts. Warum trifft der mich denn? Alter, ich sehe jetzt schon, der Kampf ist scheiße. Ich könnte mir echt mega vorstellen, ja, dann schaffe ich es doch in, auf, keine Ahnung, ganz, ganz wenig Leben irgendwie zu hauen. Und dann werdet ihr sehen, er wird mich trotzdem noch töten können, der kleine Pisskopf. Ich finde den Kampf jetzt schon scheiße. Ich wollte es nur mal so anmerken. Ein bisschen Angst vor ihm. Scheiße. Scheiße. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg, 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 weg. Ich muss nur weit genug von ihm weg sein. Das macht sich gerade ein bisschen schwer, habe ich das Gefühl. Ja, er hat mich genau erwischt natürlich. So, wenn er jetzt, jetzt hau deinen Schlag, komm, jetzt machen. Bitte, 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 bitte. Nein, nicht jetzt. Ah, du. Gut, aber ich kann eigentlich relativ gut ausweichen und zwar immer in seine Richtung. Das macht gar nichts. So, komm her. Der ist aber schon ganz schön heftig, muss ich sagen. Als Gegner. Weil der ja mega viel aushält, ey. Okay, eigentlich ist es gut. Ich muss nur ein bisschen darauf achten. Immer in seine Richtung abhauen. Dann trifft er mich nämlich nicht und ich werde es bestimmt irgendwann so verkacken. Weiß ich doch jetzt schon. Was macht denn der da? Lol. Warum hat denn der so gebrüllt? So, wieder weg. Ich bin ja fast am Überlegen, ob ich sage, komm, ich verwandle mich mal, aber das bringt mir, glaube ich, gar nicht so viel. Lol, der macht es nochmal. Er ändert sein Angriffsmuster. Ha, daneben, du Arsch. Oh, ich muss so schnell das Äuglein mal kratzen. Und weg. Wenn es dabei bleibt, bei dem Angriffsmuster, ist der Kampf doch relativ simpel. Wobei, der macht dann auch so einen komischen Dash manchmal rein, ne? Boah, zum Glück kann der sich nicht während des Schlages einfach drehen, ey. Boah, da würde ich ausrasten. Hilfe! Ha, daneben. Na komm. Ja, kannst du auch nochmal machen, ist mir egal. Na komm. So, jetzt macht er wieder seinen Superschlag. Aber auch der ist mir egal. Und weg. Gut, wenn es so ist, dann ist das relativ simpel. Ich dachte, ich muss irgendwie seitlich ausweichen oder so. Aber nö. Ist recht simpel, der ganze Scheiß. Er darf mich halt nur nicht treffen. Wenn er mich einmal trifft, ist der Kampf sofort vorbei. Und das wäre in der Tat nicht so schön. So, jetzt macht er immer zweimal den Dash, dann haut er mit seiner Keule auf den Boden. Und dann kommt er seinen Super Freeze-Angriff. Und dann habe ich ein bisschen Zeit, ihn den Popo zu versohlen. Sehr schön. Ich gehe mal lieber weg. Ich weiß ja nicht, was der da macht.
Ach, guck mal, jetzt macht er den Schlag jetzt schon. Boah, ich dachte gerade, der hat sich gedreht. Aber es war knapp, muss ich sagen. Es war schon knapp. Zwischendurch kann ich eigentlich auch immer damit auf ihn raufballern. Boah, schnell die Kamera. Warum drücke ich eigentlich das hier? Geht viel schneller. So. Zack. Ja, brüll mal eine Runde. Ja, jetzt haut er nur mit seiner Keule auf den Boden. Jetzt gibt's wieder was auf die Fresse. So, zack. Was macht denn er jetzt? What the fuck? Alter. Kleine Möse, du. Wahrscheinlich ist es auch so ein One-Hit-Ding wieder. Nein. Du willst mich doch wohl nicht töten. Okay, wenn ich weit genug von ihm weg bin, ist das gar kein Thema, das Ding. Bedeutet jetzt schnell weg. Du brauchst auch gar keine Sorgen haben, der trifft mich dann eh nicht. So, easy. Jetzt kommt er wieder mit dem Schlag. Scheiße, ich roll mich jetzt leider zu weit weg. Kann ich das Ganze nicht mehr so gut nutzen. Oh, oh. Jetzt macht er den Dash, warte mal, jetzt macht er den. So, alles klar. So, jetzt kommt er eh wieder mit dem. Der war wieder gut. Dann kann ich nämlich die meisten Treffer raushauen. Jetzt macht er wieder den Dash. Jetzt müsste er eigentlich wieder das machen. So, kann ich hier gechillt stehen bleiben. Trifft mich eh nicht. Na komm. Hops. Und wieder draufhauen. Leider, man macht ihm nicht sehr viel Schaden, muss ich sagen. Das ist sehr schade. So, ich bin mal wieder weg. Tschüss, ne? Ich habe irgendwie manchmal ein bisschen Angst, dass der das auf einmal doch länger kann als vorher. Oh, jetzt hat er den jetzt schon gemacht. Willst du mich verarschen? So war das aber nicht geplant. Oh nein, 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 oh nein. Moment. Zack, ich glaube, jetzt macht er wieder den hier. Nein. Okay, ich gehe jetzt nicht ran. Ich schieße lieber nur ein paar Kugelchen rauf. Okay, jetzt kommt er wieder mit seinem Spin. Mach mal. Jetzt wechselt er auch noch seine Angriffe. Das ist natürlich jetzt doof. Okay, und jetzt müsste er aber mit dem wieder kommen. Ja. Den holt er immer ein bisschen weiter aus. Leider... So schnell schalte ich leider manchmal nicht. Ah, jetzt kommt er wieder mit dem Scheiß. So. Jetzt machst du jetzt deinen Dash? Nee. Oh, Junge. Jetzt hat er mich ein bisschen überrascht, der gute Mann. Muss ich ja doch zugeben. Jetzt kommt er wieder mit seinem Spin. Ich muss weg. Vielen Dank. So, alles klar. Boah, der Penner war, wie er einfach seine Attacken so ein bisschen tauscht. Aber finde ich eigentlich ganz cool. So ist es dann halt nicht so leicht, den zu lesen. Warte mal, jetzt müsste er theoretisch entweder... Ja, jetzt macht er den Dash. Jetzt macht er entweder... Ja, jetzt macht er seinen Spin und danach müsste er wieder mit seiner Keule auf den Boden hauen. Und er trifft mich natürlich fett. Hammer. Aber der Schlag ist kein Problem, den überlebe ich wenigstens. Jetzt haut er wieder auf den Boden. Einmal. Zweimal. Jetzt macht er seinen Spin. Und dann macht er danach entweder den Dash oder... Er macht den hier. Dann macht man den hier. Ist kein Thema. Und wieder weg. Jetzt haut er, glaube ich... Mal gucken. Ja, einmal und zweimal. Okay, jetzt macht er wieder seinen Spin. Weil hier macht er entweder Spin oder Dash. Das weiß ich manchmal nicht so genau. Jetzt haut er den wieder raus. So.
Der ist aber kein Problem für mich. Okay. Jetzt macht er den Dash, okay. Einmal, zweimal. Jetzt haut er das Ding raus, okay. A little bit surprising. Muss er auch mal drin sein, ne? Okay, jetzt kommt er wieder mit seinem komischen Spin an. Eins, zwei mal so haust er. Jetzt haust du den raus, okay. Ich finde, ich habe jetzt mal eine große Klappe und sage, der Kampf ist, wenn man das dann weiß, relativ einfach. Der wird mich bestimmt gleich treffen und ich bin tot. Dann flippe ich aus. So, machen wir deinen Dash. What the fuck, Junge? Okay, jetzt wirst du deinen Megaschlag raushauen, das weiß ich. Ja, super. Das war toll, dass du da einfach... Oh, scheiße. Ich dachte, jetzt zieht das Ding schon wieder raus. Manchmal diese ungewollten zweideutigen Sprüche, das ist manchmal echt schlimm. Oh nein! Dem konnte ich jetzt zum Glück ausweichen, weil mit dem habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Ich dachte, er macht jetzt erst seine zwei Hiebe. Falsch gedacht. So, du erreichst mich sowieso nicht. So, zack. Boah, komm, wir haben ihn gleich. Gleich haben wir ihn. Erstmal wieder weg. Oh, fuck. Oh, fuck, das könnte jetzt... Er hat mich getroffen. Shit. Da war ich leider nicht weit genug weg. Und da abzuhauen ist, glaube ich, auch gar nicht mal so einfach. Oh, jetzt macht er schon wieder seinen Spin. Aber nicht nett. What? What? Alter. Oh komm, der hat nicht mehr so viel Leben. Einmal die ganze Chose noch, dann müsste es eigentlich gewesen sein. Ich hoffe es. Okay, es spinnt wieder rum hier. Okay. Komm schon. Oh nein, jetzt habe ich nicht komplett getroffen, aber das war's. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ey, ich gehe jetzt kein fucking Risiko ein, ohne Spaß. Habe ich keinen Bock drauf. Wir machen was gechillt. Und machen ihn jetzt kaputt. Endlich. Oh, Zepter des abgesetzten Königs. Argul, der abgesetzte König, schmiedete diese Keule, um sie im Kampf gegen seine verhasstesten Feinde einzusetzen. Das Zepter enthält die Essenz von Arguls kaltem Zorn und lässt das Blut seiner Opfer mit jedem Treffer gefrieren. Und damit, Argul, adios. Boah, leck mich am Arsch. Der Kampf, wie gesagt, der war, wenn man dann so ein bisschen das Muster von dem Gegner rausliest, war das relativ simpel, weil er hat ja nur so 4 Attacken gemacht. 4 oder 5, weiß ich gar nicht. Er hat sie allerdings ab und zu variiert. Unmöglich. Unmöglich. Verdammt, habe ich so viel Scheiß wieder dabei? Gut, ich sag mal ganz ehrlich, weglegen. Warum? Ah, ich will wissen, was das ist. Die Keule sieht interessant aus. Nämlich auch... eine besessene Keule. Wir verbessern die jetzt erstmal mit allem, was wir hier haben. Theoretisch kann ich die echt mit allem sogar verbessern, ne? Wir opfern mal ein bisschen. Das machen wir jetzt in der Folge. Okay, danach kommt kritischer Schaden. Ach so, ich kann mir das aussuchen. Nee, ich möchte kritischen Schaden gerne dazu haben. Ist ja total nice. Boah, geiler Scheiß. Grimmige Clown. Ich will die Besessenen eigentlich nicht wegmachen. Ich kann eigentlich wirklich so weit alles hier reinpumpen, weil total wurscht. So, jetzt muss ich gucken. Entweder kritischer Trefferschaden hoch. Durchschlagskraft. Da weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich glaube, dass Durchschlagskraft überwindet den Schild automatisch. Aber ich würde eher so das nehmen, glaube ich. Ehrlich gesagt. Wobei, weißt du was? Komm.
Wir machen die Clown auch weg. Da habe ich zwar auch schon ein bisschen was reingeballert, aber das ist, glaube ich, egal. Wobei, ich mache die mal zum Schluss. So, was dürfen wir jetzt machen? Durchschlagsschaden. Ach, Schaden war das. Chance auf Kritscher. Oh, das ist auch gut. Zorn wäre auch nicht schlecht, aber ich mache eher das, damit das hochgeht. Wobei, Alter, die haben wir auch noch. Leck mir die Nüsse, ey. Ohne Spaß, ne? Haben schon ein bisschen was am Start, muss ich sagen. Aber die können wir auch gar nicht opfern. Das finde ich auch gut. So, Schaden geht nochmal hoch. Jetzt müssen wir mal gucken. Chance auf Kritschaden. Können wir weiter hoch pushen. Mache ich auch, ehrlich gesagt. Das finde ich ziemlich gut. Und wir verbessern sie weiter. Ich habe bestimmt voll falsch verbessert, aber das ist mir egal. Macht das eigentlich Sinn, so Schulterstücke auch dafür zu opfern? Ich mach's einfach, ganz ehrlich. Da war bestimmt totale awesome Shit dabei, aber ist egal. So, kritischer Trefferschaden, rauf da. Oh, wir was? Ich darf das nicht weiter verbessern. Na gut, wir legen das aber an. Das ist schon ein schmuckes Stückchen. Ja, ich denke mal, das ist doch schon mal ganz ordentlich. Ich hoffe einfach, hier war jetzt nichts dabei, was total awesome war. Wir können noch mal kurz durchschauen. Hier, die ganzen weißen Sachen sind eh egal. Kann ich jetzt... Ach so, kann ich das jetzt nicht machen, weil die voll ist einfach, weil man nur eine bestimmte Stufe erreichen darf? Vielleicht immer seine Stufe oder... Liegt das jetzt daran, dass ich keine Waffen mehr habe? Kann man nur Waffen da reinpacken? Das wäre, mein, würde natürlich Sinn machen. Aber das macht ja nichts, denn wir haben noch eine Waffe aufgesammelt. Oh ja. Yeah. So, Beitiers Feuer, die sind irgendwie voll scheiße, muss ich sagen. Wobei, die haben die Spezialfähigkeit Beitiers Feuer und irgendwie... Komm, wir werden die mal benutzen. Ich will mal gucken, was die drauf haben. Ich habe nämlich hier noch eine neue Waffe. Kann ich das jetzt nochmal machen? Nö, kann ich nicht. Na gut. Wie setze ich ein Beitiers Feuer ein, Alter? Guck mal hier, die Keule. Bam! Was hatte ich für einen Spezialangriff? Okay. Die ist aber echt recht langsam, muss ich sagen. Achso, ich denke mal, Beitiers Feuer macht einfach nochmal zusätzlichen Feuerschaden. Würde Sinn machen. Na gut. Dann gucke ich mal ganz schnell noch auf die Map. So, wir haben hier, haben wir alles gemacht? Nee, nicht wirklich. Da konnten wir eine Sache noch nicht machen. Aber das macht gar nichts. Denn hier müssten wir jetzt theoretisch zu Thane zurück. Bevor ich allerdings das mache, würde ich mal gerne gucken. Ich werde mal bei Google gucken, ob ich den Weg zu Achidna jetzt schon machen kann. Oder ob der erst später möglich ist. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Die Folge geht auch schon wieder mega lang. Aber das macht ja auch nichts. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin. Haut rein, Leute.